Ich begrüße ganz herzlich Professor Andreas Büsch und Sie sind von der Kirchenstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz. Herzlich willkommen. Hallo. Was machen Sie denn eigentlich jetzt auf dieser GMK-Tagung für Kommunikationskultur in digitalen Welten? Wie passt das zusammen? Ah, das passt ganz hervorragend zusammen. Also wenn Sie die Antwort konkret haben wollen, gerade eben habe ich einen Workshop mitveranstaltet zum Thema Let's Talk About Werte, weil ich der Meinung bin, dass das, was da in den Netzen passiert, dringend auch nochmal so medienethische Debatten braucht, so einmal grundsätzlich, was das Medium an sich angeht, aber auch was eben das Verhalten der Menschen angeht im Netzen, Trolle, Hater, Cybermobbing und so weiter, das sind ja alles so Phänomene, die wir nicht ganz so prall finden, die aber eben in der Ambivalenz des Mediums drin sitzen. Gleich bin ich auf einer Session im GMK-Camp und stelle da ein Paper zum Jugendmedienschutz mit vor, was ich mitverfasst habe, und heute Nachmittag haben wir das Gabon-Plenum. So, die grundsätzliche Antwort wäre dann, die Klingelstelle Medienkompetenz ist eine befristete Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz, die eben versucht, das, was in katholischer Kirche so an Medienbildungsarbeit passiert, zu bündeln und das ins Gespräch zu bringen mit kirchlichen, aber eben selbstverständlich auch den wichtigen außenkirchlichen Playern. Und von daher ist selbstverständlicherweise die Klingelstelle Medienkompetenz auch Mitglied der GMK und seit ihrer Gründung auch eben beim Kommunikationsforum präsent. Jetzt geht es ja hier bei der Tagung vor allem um die digitalen Welten. Wie erleben Sie das denn, was da an Werten vermittelt wird oder wie Werte präsent sind in sozialen Netzwerken, online zum Beispiel? Die Frage kann man beantworten von bis, je nachdem, wo ich hingucke, wo welche Menschen aktiv sind. Also ich erlebe, dass es ganz wunderbare, niedrigschwellige Möglichkeiten gibt, sich zu beteiligen, sich Stimme zu verschaffen, gerade für, denke ich, für junge Menschen, für Heranwachsende sehr wichtig, so ihre Szenen, ihre Kulturen, ihre Nischen da zu leben und präsent zu sein. Aber das Schöne an diesen Netzen, nämlich dass sie so offen sind für Beteiligung, dass man sich sehr niedrigschwellig irgendwo einklinken kann, ist halt auch die Kehrseite, auch wenn ich meine, ich müsste mein Leben damit verbringen, Kommunikation anderer abzuwerten oder kaputt zu machen als Troll, kann ich mich eben auch sehr niedrigschwellig einklinken. Und das ist eben die Realität. Und greifen wir mal direkt zu den ganz großen Sachen. Ich zitiere Papst Benedikt XVI., der hat 2009 eine Botschaft geschrieben, wo er eben dazu aufgefordert hat, sich mit einzubringen für eine, ich zitiere, Kultur der Verständigung, der Versöhnung und der Freundschaft. Und kurz gefasst war seine Intention eben, überlasst das Netz nicht den Trollen und den Hatern, sondern bringt euch ein, gestaltet es mit. Das sehe ich so ein bisschen unter dem grundsätzlichen Auftrag und Aufruf zu partizipieren eben. Wir müssen dieses unser Gemeinwesen gestalten, so wie wir diese Demokratie gestalten müssen als Bürgerinnen und Bürger, wenn sie nicht vor die Hunde gehen sollen. Das müssen wir eben in den Netzen auch tun. Ihr Workshop heißt ja Let's Talk About Werte. Haben Sie das Gefühl, dass im Online-Raum Werte anders vermittelt werden oder andere Werte gelten als im materiellen Leben, wo wir uns jetzt gerade befinden? Nein, ich glaube nicht, dass es andere Werte sind. Was formal sehr viel anders ist als in unserer Face-to-Face-Kommunikation oder in klassischen Massenmedien, ist, glaube ich, die Reichweite. Wenn wir uns hier streiten, dann sehen das alle Nutzer der Sendung und dann ist es mit Verlaub gut, dann ist es auf diesen Kreis begrenzt. Wenn wir das irgendwo online austragen, ist es zumindest potenziell weltöffentlich und es können sich Gott weiß wer beteiligen. Das ist, glaube ich, nicht allen bewusst und das erfordert, denke ich, nochmal eine höhere Sensibilität. Und eben durch digitale Medien hat sich unsere Rolle nochmal ganz grundlegend verändert. Wir sind eben nicht nur Rezipienten oder Produzenten, sondern wir sind immer in jedem Moment beides. Und das, denke ich, steigert eigentlich so die ethischen Anforderungen an den Einzelnen oder die einzelnen MediennutzerInnen, die eben da kommuniziert, produktiv, rezeptiv. So, und deswegen, glaube ich, brauchen wir nicht neue Werte, aber nochmal sowas wie eine Rückbesinnung auf die Werte, auf denen gute Kommunikation, möchte, muss man jetzt viel zu sagen, was ist gute Kommunikation, aber Toleranz, Respekt voneinander, Empathie, versuchen zu verstehen und nicht versuchen, möglichst laut draufzuhauen, so. Da würde ich mal anfangen. Das sind die Dinge, die wir da, glaube ich, ein Stück weit wiederentdecken müssen oder wo ich zumindest auch mit anderen Stimmen für erheben möchte, dass sowas passiert. Was glauben Sie denn, wo die Orte sind, um diese Werte zum Beispiel Kindern und Jugendlichen zu vermitteln? Also wenn Sie sagen, wir unterscheiden sich eigentlich nicht vom Online-Raum? Das ist genau der Haken bei dem Thema Medien als Sozialisationsinstanz. Ich denke, dass die Medien an sich eine sehr starke Funktion haben, aber dann sind wir natürlich eben auch immer ganz klar in ökonomischen Zusammenhängen. Also
das war ein Bestandteil unserer Diskussion eben, private Fernsehsender haben ein Ziel, nämlich Geld zu generieren. Die sind nicht wegen Bildung und Information, Unterhaltung primär, sondern sie sind da, um Anteilseignern Value zu generieren. So, das heißt, die haben nicht das primäre Ziel, Wert zu vermitteln. Das heißt, da muss ich dann mit anderen Medien etwas gegensetzen und ansonsten muss ich ganz stark die klassischen Sozialisationsinstanzen, Elternhaus, Kindergarten, Kita, Schule und, außerschulische Projekte, Jugendarbeit, wo die beiden großen Kirchen ja nach wie vor ein sehr wichtiger Player sind, die sind da, glaube ich, alle miteinander gefordert und sie und ich eben auch in den Bezügen und in den Räumen, wo wir unsere Patchwork-Identitäten eben leben und wo wir dann eben sagen, stopp mal, so bitte nicht. Jetzt verschieben sich ja die Lebenswelten von Jugendlichen viel in den Online-Raum. Wie schätzen Sie das denn eigentlich ein? Hat die Medienpädagogik da schon einen Fuß in der Tür, da diese Werte auch zu vermitteln? Denn es wird ja ein ganz großer Lebensraum für Jugendliche auch in Zukunft sein. Ich glaube, dass da schon eine Menge passiert, aber dass noch sehr viel mehr passieren müsste. Das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, grundsätzlich bedauere ich, dass ganz, ganz viele ganz wichtige medienpädagogische Projekte eben zeitlich befristete Projekte sind. Das hat was damit zu tun, wie Politik funktioniert und wie man Förderungen gestaltet. Wünschen würde ich mir etwas anderes, nämlich dass es strukturelle, substanzielle Förderungen für wichtige Dinge gibt, möglichst flächendeckend. Sehr oft habe ich hier beim Dieter-Barke-Preis, den wir heute Abend wieder verleihen, erlebt, dass die Preisträger das dann so mit einem lachenden und weinenden Auge entgegennehmen. Lachendes Auge als Anerkennung für ihre gute Arbeit, weinendes Auge, weil das dann leider eben zum Ende der Förderphase geschieht. Und das finde ich dann schon sehr schade, weil das sind, glaube ich, genau die Ansatzpunkte. Diese ganzen vielen Projekte, wo eben Menschen mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen arbeiten, sei das stärker konfrontativ, so guck mal, was ihr da macht, sei es eher analytisch, Motto, guck mal, wir machen einen Film, wir machen einen Blog oder sonst was, um zu verstehen, wie funktioniert es und wie kann ich mich dann da eben positiv einbringen. Hier sind jetzt die ganzen Expertinnen und Experten vor Ort. Haben Sie eine Empfehlung, was die Medienpädagogik machen könnte, um Werte online besser zu vermitteln? Zunächst mal müsste sich die Medienpädagogik dessen besinnen, dass sie Werte vermitteln will. Das ist ja nun nicht unumstritten gewesen. Also irgendjemand sagte, also euer Workshop vor 20 Jahren niemals hätte nicht stattgefunden. Da ist, glaube ich, Gott sei Dank was in Bewegung geraten. Und die einzige medienpädagogische Fachzeitschrift, die ich momentan in Deutschland kenne, die März, hatte in der vorletzten Ausgabe das Thema Werte und Wertevermittlung. Das finde ich sehr positiv, weil dann ist zunächst mal überhaupt wieder der Impetus da, zu sagen, jawohl, normative Fragen sind für uns nicht außen vor, sondern wir müssen uns darüber verständigen, woraufhin wollen wir erziehen, bilden, Medienpädagogik betreiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und dann haben wir natürlich schon noch die ein oder andere Aushandlung da vor uns. Was wollen wir denn? Hier die Meinungsfreiheit, da der Jugendmedienschutz. Hier die Presseinformationsfreiheit, da eben die grundsätzliche Angreifbarkeit von demokratischen Medien, die eben ein offenes Forum bilden wollen. Ja, und wie weit gebe ich dann eben Hatern oder Rechten oder sonst was Raum? Und wo sage ich, stopp, hier sind gesetzliche, grundgesetzliche, Bürde des anderen betreffende Grenzen, die wir ganz klar auch ziehen müssen dann. Wenn Sie sich jetzt diese Tagung angucken oder die Entwicklung vielleicht potenziell der nächsten Jahre, was würden Sie sich wünschen oder wie sähe ein digitaler Raum mit Werten aus? Was würde denn auszeichnen? Ich glaube, das ist schon die halbe Antwort. Dieser digitale Raum, denke ich, wird noch viel stärker, als wir das jetzt kennen, unser Leben prägen. Ich meine, wenn wir uns zurückentsinnen, ich glaube, vor gerade mal 7 Jahren hat eine gewisse Firma das erste Smartphone mit so irgendwas mit Hühnern, ach nee, mit Eiern war es, genau, vorne dran auf den Markt gebracht. Und heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß ja gar nicht, was in 5 oder 10 Jahren dann die technische Realität ist, auf die sich ja dann eine Medienpädagogik auch immer wieder anpassen muss. Das ist nun mal das Thema, dass Medienentwicklung immer uns auch ein Stück weit angetrieben haben, nochmal zu gucken, sind die Fragen, die wir hatten, die richtigen Fragen. Die Werte, glaube ich, muss man auch immer wieder mal eben dann aufbringen. Und ja, mein Traum wäre eben, dass in vernetzter Kommunikation Menschen um des Besten am anderen Willen miteinander im Austausch sind. So wie sich viele große Menschen die Zukunft schon mal erträumt haben. Die Realität ist dann ein Stück weit harte Arbeit. Die Tagung jetzt für Sie ganz persönlich, was erhoffen Sie sich, worauf freuen Sie sich? Die Hoffnung ist ganz real. Ich freue mich hier regelmäßig, jede Menge gute und liebe Kolleginnen und Kollegen wiederzutreffen. Das ist ein ganz wichtiger Platz, um Netzwerkarbeit zu machen.
mit 5 Nebengesprächen gestern Nachmittag, gestern Abend nochmal irgendwo ein Projekt angedengelt oder sowas irgendwie. Das ist schon wichtig, glaube ich, hier zu sein, sich hier zu vernetzen und dass wir eben eine Einrichtung haben, die Medienpädagogik zur Sprache bringt und sich eben in wichtige Diskurse auch politisch dann nochmal einbringt. Das ist ganz wichtig und insofern selbstverständlich dabei. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg dabei, diese Ziele weiter zu verfolgen und dass Werte einen weiterhin großen Platz haben werden, hoffentlich auch in den nächsten Jahren im digitalen Raum. Und danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Sehr gerne. Herzlichen Dank.